Howdy! Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Jetzt ist mir entfallen, über was ich reden wollte. Ich habe so viel im Kopf, was ich euch alles erzählen möchte. Aber vor lauter, aber ich habe ein Konzept. Ein Zettelchen, ein Spickzettelchen und zwar ein To-Do-Listchen. Lass mich mal gucken, was da draufsteht. Vollständiges Training, darauf achten, dass keine Dysbalancen entstehen. So, haben wir's. Und zwar folgendes. Wie fange ich am besten an? Ihr kennt sie alle, habt sie alle schon gesehen. Menschen, die so bis zu den Hüftknochen, so oben, also richtig gut aussehen. Also man sagt, meine Herren, sind das ein paar Granaten. Das sind meistens Männer. Und du denkst, alter Schwede, sehen die gut aus. Die haben richtig geilen Body. Aber das denkst du nur bis zur Hüftknochen. Und dann guckst du weiter runter und denkst, um Gottes Willen, oh mein Gott, OMG, was ist da schiefgelaufen? So kleine Stelzen, ganz zarte Stelzchen. Und dann, Achtung, jetzt kommt's, aber ich spiele doch schon Fußball. Aber ich fahre doch schon Fahrrad. Aber ich spiele doch schon seit 5 Jahren Fußball. Ich brauche keine Beine trainieren. Würde ich mal so nicht sehen. In der Regel wird nicht aus Gründen, weil man schon Fußball spielt oder weil man sonst irgendwelche Krankheitchen hat, wo das Füßchen und die Beinchen, die Kniechen wehtun, sondern es ist sehr oft eine Ausrede. Also alle, die jetzt extreme Kniegelenksbeschwerden haben, die Arthrose haben, die es einfach nicht machen können, die sind hier mal außen vor, ganz klar. Aber gibt es viele andere, die sind einfach nur zu bequem, Bein zu trainieren. Warum? Beintraining ist das anstrengendste Training von allen. Warum? Weil es der größte Muskel ist. Der Oberschenkel ist riesengroß. Ja, klar. Und dann noch 2 davon. Und dann noch Kniebeuge machen. Hoch, runter. Oberkörpergewicht und noch eine Stange auf dem Rücken. Das ist natürlich brutal anstrengend. Logisch, für einen Kreislauf. Da muss ich richtig arbeiten. Weil hier ist natürlich ein langer Weg. Die nehmen natürlich viel Sauerstoff. Die brauchen viel Blut. Das ist anstrengend. Und dann fühlt man sich danach schwindelig. Und man schwitzt dabei. Und genau das ist der Grund, warum natürlich viele sagen, ich habe da schon eine Ausrede, warum ich keine Beine trainieren muss. Beintraining gehört auf jeden Fall mit dazu. In der Regel ist es auch so, in Natur werdet ihr mal sehen, es gibt keinen Baum mit einem dünnen Stämmchen und mit einer riesen Krone. Eine Ausnahme gibt es, wo ein Riesenstamm und eine kleine Krone gibt. Die Ausnahme gibt es, aber andersrum gibt es keine Ausnahme. Die Natur weiß ganz genau, die Statik von unten, die müsste passen. Ohne die untere Statik hat es keinen Sinn. Da macht es überhaupt keinen Sinn. Genau aus diesen Gründen sollte man darauf achten, dass man natürlich vollständig trainiert, dass man keine Dysbalancen aufbaut. Genau das gleiche ist natürlich hinlaufen nur Brust trainieren, vielleicht auch mal gegenüberliegenden Rücken. Das sorgt nämlich dafür, dass der Körper im Lot steht. Wie oft sehe ich im Fitnessstudio die guten Bankdrücker mit den Hängeschultern, so nach vorne, leichten Rücken, ja, Schultergelenk schön weit nach vorne gehippt. Ja, und hinten der Gegenüberliegende, der ist nicht aktiv, der wird nicht oft trainiert, der Gegenüberliegende, der sogenannte Antagonisten. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir statisch gesehen aus der Mitte rausdriften. Und wo wird es wohl hingehen? Es wird hingehen dahin, dass die Knochen bzw. das Gelenk, die Gelenkstruktur, die gerät hier aus dem Lot. Und das sorgt dafür, dass hier Gelenke einseitig belastet werden, dass sich Gelenke in einem Bereich frühzeitig abnutzen. Und das stellt sich nie im 20., 21., 25., 23. Jahr fest, sondern ihr trainiert 10, 15 Jahre, hört irgendwann auf, seid dann irgendwann 40, 45, dann tut Schülterchen weh, dann tut die Wirbelsäule weh, tut die Knie weh, dann tut alles möglich weh und ist halt eine Alterserscheinung. Das ist keine Alterserscheinung. Das liegt daran, dass man eben nicht aufgepasst hat, was man getan hat, dass man nicht vollständig trainiert hat. Deswegen achtet darauf, dass ihr euch nicht euren Lieblingsmuskel raustrainiert, sondern dass ihr immer darauf achtet, dass ihr vollständig trainiert. Und achtet darauf, dass ihr Schwachpunkte nach vorne schiebt. Ihr sollt nicht immer nur die Muskelgruppen trainieren, die ihr gern trainiert, sondern in der Regel ist es so, die Muskelgruppen, die ihr gern trainiert, die sehen auch gut aus. Und die Muskelgruppen, die ihr nicht gerne trainiert, die sehen in der Regel auch sehr bescheiden aus. Guckt mal in den Spiegel, dann werdet ihr feststellen. Und zu 99% trifft es zu. Deswegen achtet darauf, baut keine Dysbalancen auf. Ihr tut euch selbst einen Gefallen, weil wenn man den Sport anfängt, möchte man nicht nur ein paar Jahre machen, sondern möchte eben sehr lange machen. Und vor allem möchte man später mal keine Beschwerden durchs Training haben. Deswegen achtet darauf, vollständig zu trainieren. Bitte nicht nur die Diskomuskeln, den Bizeps und die Brust, sondern auch alles andere, damit der Körper im Lot steht. Dann
habt ihr richtig trainiert und dann macht Krafttraining Sinn und dann ist Krafttraining auch gesund. Ansonsten gibt es immer wieder die Aussagen, Krafttraining ist nicht gesund. Der eine oder andere, oh, Krafttraining, du tut das weh, tut das weh. Das liegt nicht am Krafttraining, definitiv nicht, sondern im Endeffekt an der falschen Ausführung, am Ego, das unbedingt viel Bankdrücken machen wollte, weil es ja in ist, wenn man eine große Brustmuskulatur hat, weil man viel Bizeps trainiert hat, weil es ja wichtig ist, wenn man den eigentlichen Disco besser sieht als die Beine, weil natürlich durch das T-Shirt natürlich die Beine nicht sichtbar sind, da haben wir ja Hosen drüber, aber kurz ehrlich, T-Shirt sieht man natürlich eine Mordskeule und ihr wisst, was ich meine. Vollständiges Training, achtet darauf, dass ihr keine Dysbalancen aufbaut. Lasst das Ego zu Hause, trainiert mit Verstand. Wenn es nicht klappt, fragt mich. Das war's, Andreas Rienbacher. Deine Fitness, dein gesunder Körper, dein sich im Lot befindender Körper, meine Aufgabe. Hey, jetzt geht's wieder aus. Aus, die Mann.